Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie bei Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist wie immer Elke Heselmeier. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier. Ups. Ups, schönen guten Ups. Tag, vielen Dank. Frau Heselmeier, ich habe jetzt offen gestanden, das nicht recherchiert, aber wenn ich Chianti höre, denke ich irgendwie an Massenwein. Wieso? Also nicht. Ob das so irgendwie früher so eine. Was gewesen wäre, was man eigentlich als Schüler trinkt, wenn man kein richtiges Geld hat. Stimmte das früher? Es stimmte in der Tat. Es war tatsächlich mal so. Und ja, haben Sie gut gemacht oder gut in Erinnerung. Aber es gab noch einen anderen Wein, den man so als Schüler gerne getrunken hat. Das auch so ein Korbflasche. Massenprodukt. Korbflasche, Bitte? 3 Liter, eine Korbflasche, 3 Liter. Ja, das war dieser Fiasko. Das ist genau der Chianti, aber es gab noch eine andere Region, nämlich die Emilia-Romagna. Das war der Lambrusco. Der wurde damals Pennerglück genannt. Aber um den soll es heute nicht gehen. Wir wollen uns heute um das Chianti Classico Gebiet kümmern. Wir wollen uns diesem heute zuwenden. Und ja, Sie haben ganz recht, das war in der Tat früher so eine Art Massenwein. Und das ist ja nicht nur mit dem Chianti so gewesen. Es gibt ja sehr, sehr viele andere Produkte, gerade Weine, die früher in großen Mengen hergestellt wurden, wo die Erträge künstlich erhöht wurden. Und ich meine, die Qualität, die war dann auch wirklich nicht so berauschend. Das hat man dann spätestens am nächsten Tag am Schädel gemerkt. Ja. Aber man hat es dann einfach nochmal probiert. Es hätte auch was anderes sein können als der Chianti irgendwie. Genau. Ne? Genau. Und irgendwann hatte man dann eben tatsächlich die Bestätigung, also es liegt nicht an mir, es liegt nicht an der Menge, weil ob ich ein Glas davon trinke oder eine ganze Flasche, die Kopfschmerzen sind vorprogrammiert. Aber nun, sagen Sie mir mal, wo dieser Chianti überhaupt herkommt. Wo ist denn da sozusagen der Schwerpunkt, der regionale Schwerpunkt? Also Chianti kommt generell aus der Toskana. Und wird gewonnen aus der Traube Sangiovese. Und früher war das wirklich mehr oder weniger eine Art Plörre, also ein richtiges Massenprodukt. Und ganz, ganz früher wurde dem Sangiovese auch Weißwein beigesetzt. Die Sangiovese-Traube, die hatte nicht so wirklich einen tollen Ruf. Sie hat auch nicht so wirklich tolle Weine gebracht. Und dann hat man Weißwein, um das ganz einfach ein bisschen, ja, ein bisschen angenehmer zu machen, das ganze Produkt, hat man dem Weißwein zugesetzt. Das Problem war dann, durch den Weißwein war der Chianti dann nicht lagerfähig. Das heißt, diese Anteile vom Weißwein, die haben sich sehr, sehr schnell zersetzt. Bedeutete, dass der Chianti früher wirklich innerhalb einer Saison getrunken werden musste, weil er sich ganz einfach nicht bis zur nächsten Saison hielt. Mittlerweile hat man die Qualität der Trauben verbessert. Man hat das ganze Gebiet quasi geschützt. Es ist wirklich ein definiertes Gebiet, so wie wir in Frankreich das Gebiet der Champagne haben. So wie wir auch im Piemont das Gebiet vom Barolo-Wein haben, wo wir ja wissen, der Barolo wird aus der Nebbiolo-Traube gewonnen und alles, was einen halben Meter neben diesem Gebiet wächst, darf sich nicht mehr Barolo nennen. Und so haben wir das dann mit dem Chianti auch. Wir können das Baby zwar Chianti nennen, aber es darf nicht diese Bezeichnung Chianti Classico tragen. Und darf sich auch nicht mit dem Symbol, nämlich mit dem schwarzen Hahn, schmücken. Galonero. Genau, der Gallonero, der vielberühmte, vielbesagte.
Also wenn ich heute einen Chianti bestelle, dann heißt es nicht, dass es ein super Wein ist, aber wenn ich einen Chianti Classico bestelle, dann müsste es eigentlich einer sein, der keine Schmerzen verursacht. So sollte es eigentlich sein. Und dieses Konsortium, das sich 1924 gegründet hat, also in diesem Jahr 100. Geburtstag feiert, das hat sich eben tatsächlich auf die Fahne geschrieben, diesen Chianti Classico zu schützen und auch dafür zu sorgen, dass diese ganzen Vorgaben auch erfüllt werden. Das ist ja Sinn eines solchen Konsortiums. Wir haben in Italien ganz, ganz viele davon. Die schützen wirklich alles Mögliche. Die schützen den Barolo, die schützen den Prosecco und die schützen dann auch eben das Chianti Classico Konsortium, dann eben den Chianti. Jetzt haben Sie Toskana gesagt, das ist ja eine Provinz in Italien, natürlich. Nein. Nein, nein, da muss ich ganz, ganz energisch widersprechen. Die Toskana ist eine Region. In Italien. Wo ist der Unterschied zwischen Provinz und Region? In einer Region können wir ganz viele Provinzen haben. Ah, okay. Provinzen sind quasi die Gemeinden. Also dann fange ich nochmal an. Bin es ja gar nicht gewöhnt, dass Sie mich korrigieren. Und dann, Entschuldigung. das ist ja heftig. Na nein, wahrscheinlich mache ich ja sonst auch keine Fehler. Genau. Also, die Toskana ist eine Region, natürlich bei den Deutschen super bekannt, weil gefühlt nach Mallorca die Urlaubsregion überhaupt, vielleicht andere Preisklassen noch Antalya als vergleichbare Größenordnung bekannt, aber die Toskana ist einfach das Lebensgefühl oder die Lebensgefühlregion überhaupt für die Deutschen. Dieses Gebiet des Chianti Classico, wie lässt es sich denn örtlich eingrenzen? Welche Städte sind dort, damit ich das ein bisschen besser fassen kann? Das ist quasi zwischen Florenz und Siena. Ah, schön. Gut, so, jetzt haben wir also das Konsortium 1924 gegründet, wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Wir haben Qualitätsbestrebungen, die den Chianti Classico zu einem guten Wein machen und nicht zu dem, was Kopfschmerzen verursacht. Wir wissen, dass es zwischen Florenz und Siena liegt, das Gebiet. Dieser Chianti Classico, ich nehme an, heute wird ihm kein Weißwein mehr beigemischt, sondern es ist ein reiner Rotwein. Wozu trinkt man den denn? Och, da gibt es ganz, ganz viele Gerichte, zu denen wir den reichen können. Natürlich haben wir in der Toskana, auch in der Maremma, im Chianti Classico-Gebiet, haben wir Wildschwein, zu dem natürlich ein Chianti Classico ganz, ganz hervorragend mundet. Wir haben dort auch ein sehr klassisches Gericht. Also zum einen muss man sagen, diese dicken Spaghetti, genannt Pici, die kommen aus dieser Region, die sind dort quasi beheimatet. Und die Pici, die haben wir auch im letzten Jahr schon mal vorgestellt mit einem Ragout. So isst man sie klassischerweise und trinkt dazu dann auch gerne den Chianti oder Chianti Classico. Ich habe heute vorgeschlagen, weil wir ja immer noch in dieser Region sind und die Pici, die verfolgen uns ganz einfach. Die kann man aber auch anders zubereiten, nämlich ein bisschen minimalistisch mit einfach Olivenöl, Knoblauch und Semmelbröseln. Und Okay. dazu gibt es dann vorzugsweise einen Weißwein, den es auch in der Toskana gibt. Aber Chianti Classico trinkt man halt überwiegend zu Fleisch, zu etwas, ja, schwereren Gerichten wie Wild, auch zu Pilzgerichten sehr, sehr gerne. Wenn Sie jetzt, Sie haben ja vorhin Barolo genannt, aus dem Piemont und Chianti Classico, auch das Piemont ist ja eine Region, wie wir inzwischen gelernt haben, durch sie, in dem Wildgerichte gegessen werden, Fleischgerichte gegessen werden. Wenn Sie jetzt einen guten Barolo und einen guten Chianti Classico vergleichen, wer würde Ihnen denn besser munden? Ich würde sagen, das kommt wirklich ganz auf meine
Verfassung an. Mhm. Es könnte durchaus sein, dass ich an dem einen Tag, obwohl ich das gleiche Gericht gemacht habe, vorbereitet habe, dass ich an dem einen Tag mehr Lust auf einen Barolo habe und am anderen Tag doch mehr Lust auf einen Chianti Classico. Worin da unterscheiden sich die beiden? Ist der Barolo schwerer als der Chianti Classico? Das kommt wirklich drauf an. Barolo ist natürlich schon ein sehr gehaltvoller Wein, ist schon schwer und es kommt natürlich auch immer drauf an, wie er ausgebaut ist. Ja, ob ich jetzt einen ganz normalen habe oder ob ich den als Reserve ausgebaut habe, das hängt wirklich davon ab, wie der Önologe den Wein fertigt, wie er ihn produziert. So, zu diesem Petri empfehlen Sie einen Chianti Classico, also einen Rotwein. Man könnte auch einen Weißwein nehmen, aber jetzt nehmen wir heute mal einen Rotwein, weil wir ja in diesem Gebiet sind. Gibt es da eine spezielle Flasche, die Sie öffnen würden? Och, da gibt es so einige. Ich selber, ich habe aktuell kein Chianti Classico im Sortiment, weil ich mich irgendwie noch nicht so richtig entscheiden konnte. Ich mag ihn zwar total gerne, aber Sie wissen ja, Porta Vanhoux steht eben für kleine familiengeführte Produzenten, die also wirklich nachhaltig im Einklang mit der Natur produzieren und. Und da müssen halt so viele Faktoren auch stimmen. Und da bin ich jetzt noch nicht so richtig fündig geworden und habe noch nicht so das entdeckt, was zu Porta Vanhoux passen würde. Okay. Gut, ich habe gerade Besuch bekommen. Kater Max schleicht hier rum im Studio. Aber das sehe anscheinend nur ich. Also ist alles okay. Aber das spricht ja für Porta Vanhoux, wenn nicht einfach nur ein Chianti Classico dort ins Sortiment genommen wird, weil der einfach reingehört, sondern wenn Sie da nach wirklich dem Produzenten suchen, der alle Qualitätskriterien, die Sie an Ihre Produkte stellen, dann auch erfüllt. Also dazu ein Kompliment. Genau, danke sehr. Aber ich habe was anderes, auch aus dem Chianti Classico. Ja, was denn? Was Da ist da? haben wir auch den Gallonero. Ah, okay. Ja. Sehen Sie Kikeriki, ihn? genau. Ja. Ja. Das ist ein Olivenöl. Genauso wie beim Wein mit dem Chianti Classico haben wir dieses Gebiet für Olivenöl. Okay. Genauso geschützt, auch mit dem Gallonero versehen. Und das gibt es bei Porta Vanhoux. Das habe ich auch ausgesucht, dieses Öl für unser heutiges Rezept mit den Peachy. Super. Na, dann sind wir doch noch fündig geworden, was ein bisschen Flüssigkeit anbelangt, wenn auch das Olivenöl natürlich nicht zu dem Pidgin getrunken wird, sondern die Pidgin mit dem Olivenöl zubereitet werden. Genau. Frau Heselmeier, dann danke ich Ihnen sehr. Ich danke auch Kater Max, dass er nicht gestört hat, sondern nur hier rumgelaufen ist. Und ich Ja, höre ich habe hier schon. auch einen Kater, der hier lauthals miaut und sich bemerkbar macht, der Mogli. Er ist aber Gott sei Dank auch nicht auf den Schreibtisch gesprungen, wie er das gerne macht. Wie heißt der? Mogli. Mokli. Das ist ja auch ein schöner Name. Ja. Und manchmal hört er sogar darauf. Donnerwetter, was kannst du Ja. jetzt machen? Liebe Frau Heselmeier, dann danke ich Ihnen für heute und Ich freue mich danke schon auf auch. die nächste Woche. Bis dann. A Ciao. presto, ciao.